Und damit herzlich willkommen zu meinem Let's Play Star Wars Battlefront im Multiplayer und Koop. Ja, wir testen es jetzt an und schauen, was sich zu der Beta geändert hat. Und ich bin sehr gespannt, wie das Ganze abgeht. Und ich würde sagen, wir fangen mit dem an, mit dem Tutorial. Ja, freut mich, dass ihr eingeschaltet habt, dass ihr mit dabei seid und ja, ich bin ein bisschen aufgeregt und wir starten, sobald das hier geladen ist. Oh, die Ladezeiten gehen, ja. Okay. Ich habe meine Runde gedreht. Keine Aktivitäten. Verstanden. Kannst du noch eine drehen? Unsere Scanner zeichnen wegen der Meteoritenaktivität jede Menge Interferenzen auf. Alles klar. So, und wir gehen ganz kurz in die Einstellung, weil das ist doch ein bisschen laut. So. Es gibt hier einen kurzen Cut. Und ich mache mal eine Einstellung, dann sehen wir uns gleich im Spiel wieder. Jawohl, und da sind wir zurück. Scanne das Gebiet. So erhältst du wichtige Daten über deine Umgebung. So, mal schauen, wie das hier geht. Ich soll mich einfach nur zu den Punkten vorbewegen, okay. Durchquere das Gebiet und finde einen besseren Aussichtspunkt. Unsere Scanner haben ein imperiales Signal geortet. Geh der Sache nach, schnell! Geh in Deckung! Jawohl. Gute Arbeit! So, und jetzt? Wohin, wohin? Angegebene Position vorrücken, alles klar. Okay, kann auch Third Person wechseln. Das sieht schon sehr, sehr nice aus. Grafisch sehr, sehr gut. Das ist ja also einfach irgendwie. Gute Arbeit, alles klar. La 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 la. Oh, ich liebe ja die Star Wars Songs, ne? Aber das habe ich in der Beta schon erwähnt. Und ich bin sehr froh, dass ich jetzt schon spielen kann. Das Power ab, okay. Heb diese Waffe auf. Rüste die Waffe aus und neutralisiere den Droiden. Jawohl. Geholfen hast, unsere Position vor dem Imperium zu verbergen. Yeah. Tutorial abgeschlossen, Dr. mit unser LP. Jawohl. Siegt die Gegner 4.
Ja, liebe Leute, das ist Star Wars Battlefront. Ich freue mich sehr. Und das als kleiner Erstaltsdruck. Wir sehen uns dann in einer richtigen Multiplayer-Mission. Aber wir schauen uns noch kurz hier, was das hier alles ist. Sammeln, was ist das? Freischaltung. Okay, da kann man sich so ein paar Sachen. Gewinne 10 Spiele in jedem Multiplayer-Spiel. Okay, dann kriegt man halt die Sachen dazu. Als Figuren zum Sammeln wahrscheinlich. Okay. So, Statistiken, Season Pass, Einstellungen. Alles klar, dann würde ich sagen, sehen wir uns gleich in den Multiplayer-Gefechten. Und ja, ich bin sehr begeistert. Und ich hoffe, ihr schaltet in der nächsten Folge mit ein. Bis dahin, bleibt mir gewogen. Also, bis gleich in der nächsten Folge. Haut rein. Ciao.